Hey Leute, ich möchte euch nur kurz informieren, bevor das Let's Play losgeht. Ich hatte Probleme mit dem Sound. Es gab ein kleines Update. Deswegen sind die Kollegen Novi und Jürgen in den Let's Play-Folgen echt leise zu hören. Ich habe schon alles unternommen. In den neuen Let's Play-Folgen funktioniert es wieder, aber die Folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so. Ich danke für euer Verständnis und jetzt geht das Let's Play los. Viel Spaß! Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Sibasuso. Mit dem Jürgen, der ist auch wieder am Start. Hallo Jürgen. Hallo, wunderschön. So, ja, was haben wir gemacht? Jürgen ist fleißig am Maisfeld, an Feld 6, das Riesending. Ich fahre fleißig noch die hunderte Ballen in unseren... In unseren neuen Unterstand, den ich gekauft habe. Ich habe den grün verkauft, weil da habe ich nur drei in einer Reihe bekommen und ständig oben bin ich gegengehauen. Das fand ich gar nicht schön. Deswegen haben wir das mal gewechselt. Ich finde den Unterstand ein bisschen gut. Man kann sich drüber streiten, aber er ist funktional. Ich kann da eine Reihe Ballen reinstellen. Könnte sogar noch aufeinander welche stapeln. Aber das werde ich nicht tun. Das ist dann doch noch ein bisschen zu viel Arbeit. Ich werde gleich mal die nächsten Ballen holen. Die nächsten 16 habe ich schon hingestellt. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und einfach zuguckt, wie wir unseren Hof weitergestalten. Er wächst und wächst. Gut, derzeit nicht ganz so viel, aber das wird noch. Und bald kriegen wir auch die ersten Tiere. Auf jeden Fall. Ja, ist schon wieder so doof gesagt, ne? Ich weiß, Leute. Ja, was soll ich sagen? Ja, wenn man zu zweit spielt, ist halt ein bisschen was anderes. Man kann über dies und das reden, deswegen ist Jürgen dabei, der hilft mir auch fleißig. Ich habe früher auch mit Jürgen noch, kann ich mal, Jürgen, wir haben doch zusammen, wir haben, wie viele Maps haben wir denn eigentlich zusammen mal gespielt? Wir hatten doch Borcher See haben wir gespielt, ne? Ja, Borcher See, Hof Bergmann hatten wir nicht, ne? Bergmann hatten wir auch. Ah doch, ja genau, Bergmann hatten wir auch. Der Nordfriesische Marsch, da bin ich ausgestiegen. Und wir hatten doch noch irgendwas, oder? Ich glaube Lostflügel oder wie es heißt, oder? Ja, nee, gut, da habe ich nur ab und zu, das war ja, da habe ich ab und zu mal reingeguckt. Dann heißen so komische Map da, wo wir die ganzen Wald abgeholzt haben. Ach, hier war das nicht. Doch, hier. Klingbach. Mit Fetzi zusammen. Genau. Hier können wir Martin können wir auch noch grüßen. Der guckt ja auch fleißig immer die Videos. Aha. Hat er mir gesagt, er drückt immer ein, weil ich ihn auch manchmal das geschickt habe. Er sagt, er guckt sie. Ja, dann mit dem vier. Andi war, glaube ich, auch bei allen dabei, ne, Andreas? Genau, da haben wir immer zu viert, haben wir mal ein paar Maps gespielt, immer viele Stunden gerissen. Aber irgendwann war mir das dann zu viel, weil immer nur Holz und diese riesigen Felder. Ich war immer so für kleine Maschinen und das hat es halt nicht gebracht. Wie bitte, was sagst du? Ich hatte einen übersehen, ich mag das nicht. Ja, und jetzt deswegen ist Jürgen da. Ich habe ihn gefragt, ob er mal so für ein paar Folgen mit einsteigen will oder auch für länger. So, jetzt haben wir ja schon wieder alles voll. Das ist sehr schön. Es sind immer noch so viele, ne? Es sind immer noch so viele. So, dann können wir... Machen wir mal B. Und dann bringen wir die mal kurz schon wieder... bringen wir sie mal hin. Ja, ich habe auf Feld 40 das kleine Feld. Dachte ich mir, na, bis ich da immer alles hinkarre, der Drescher so weit fahren muss, habe ich daraus Rasen gemacht. Da will ich da mal vielleicht Silage ballen, weil ich brauche ja noch für die Silbersusum-Schafe, die brauchen auch Silage. Ja. Da will ich mir dann vielleicht eine Rundbeinpresse. Ich würde sagen, vielleicht leiden wir so uns hier vor unseren Hof auch dann schnell ein bisschen wegmähen und dann machen wir mal so 10, das sind bestimmt 10, 12 Ballen, kommen da raus, Silage. Und das müsste ja reichen für die Schafe. Aber ein kleiner Tipp. Ja? Jede deine Schafe auf dem Hof machst. Ja? Lieber vor dem Hof hinten bei der Bushaltestelle. Das sind dann die normalen, ne? Da brauchst du nur Heu und Stroh. Okay. Und dann kriegst du auch deine Schafe.
Ja, brauchen bald einen Radlader. Spätestens wenn wir die Schweine und das haben, dann ist das schon besser. Ich habe auch gar kein Saatgut mehr produziert. Ah, wir haben noch 4000. 4000 haben wir noch stehen. Muss ich auch mal wieder bald anfangen. Weil du hast ja gesehen, ich habe mir die Kippmulden dafür geholt, ne? Schaufel mal gemacht. Ja, das hatte ich auch erst, aber dann brauchte ich die Schaufel immer. Na gut. Was auch geht, du kannst mit Gerste, kannst du am Schweinhof, wo wir gerade die Sachen einlagern, kannst du mit Gerste große Big Packs herstellen, Saatgut. Da ist, wenn du. Ist das bei Schweine oder ist das bei den Kuh? Nee, das ist da, wo wir gerade da alles einlagern. Wenn du an den Häuschen geradeaus vorbeifährst, bei den Güllelager ist noch so eine Halle. Machst du deinen Dünger? Genau. Spielst du denn fleißig mit meiner Konsole, also jetzt deiner Konsole? Ja, was heißt ich bin eigentlich davon wieder weggegangen. Okay. Das Auf- und Abbauen, das war mir zu umständlich. Okay, hast du nicht dran gelassen, oder? Nee, gibt die Lokalität nicht so her. okay. Müsste ich meinen Rollcontainer wegpacken, meine Unterschublade da, das Lenkrad, müsste ich versetzen, habe ich locker Bock zu. Okay. Ich habe mich erstmal mit so einem Ansatzbrett, habe ich mir erstmal geholfen, aber auf die Dauer war das nicht. Ja, musst du halt sagen, wenn du es doch mal loswerden willst, dann könnte ich es ja mal in ein paar Gruppen schreiben, falls du es doch verkaufen willst. Und falls die Seitenkonsole ist also wunderbar für, wenn du mit dem Potlader arbeitest, ja, da ist die geil. mit Dings arbeitest. Mit dem Scorpion King Ja. arbeitest, also ist die Seitenkonsole ideal. Ja, vielleicht geht die auch für 19er, gehe ich von aus. Oder die machen es wieder geldgierig und sagen, geht nicht für den. Schau mal, weil in der 15er konntest du mit der Konsole arbeiten, in der 17er auch übernommen. Okay, ja, dann würden sie es vielleicht nicht nochmal extra eine machen. Oh, das ging relativ schnell. Also mit der neuen Gabel kriege ich die Heuballen schnell, Strohballen schneller rein. Welchen Traktor favorierst du denn? Dann könnten wir ja mal für dich einen Hoftraktor investieren. Also für Hofarbeiten finde ich den Deutz 51 TT gut. Da müsstest du mir mal deinen Link schicken, dass wir die auch dann beide drin haben. Der hat 120 PS. Okay. Ja, der ist also ideal. Dann könnte ich ja von hier einen verkaufen, habe ich ja sowieso genug. Ich habe ja, derzeit habe ich glaube ich nur Deutz. Der kostet nur 80.000. Okay, weil ich will das ist dann zwar doof, da müssten wir uns auch noch eine neue Spritze kaufen, weil ich finde diesen MB-Truck, ich werde irgendwie mit denen nicht warm. Er hat zwar wahrscheinlich Power und ziehen kann, aber so Kurven fahren und anfahren und sowas, das ist, finde ich, nicht so. Vielleicht behalten wir ihn auch für einer der anderen Deutz, könnte ja auch verschwinden. Müssen wir mal gucken. Und oh. Bei der Spritze würde ich den Optimum 2000 anbieten. Okay. Ehemaliges DDR-Spritzgerät, beziehungsweise kommt aus der Tschechei. 2000 Liter. Ja. Dann kannst du bequem, also mit einer Spritze, nee, zwei Spritzfüllungen fällt 6 machen. Okay, du hast ja sowieso noch meinen Stick. Dann, ich musste Samstag erst arbeiten. Samstag hast du ja keine Zeit. Sonst hätte ich den Samstag nur schnell abgeholt. Ansonsten komme ich nächste Woche mal rum und dann schmeißt du die rauf, die du mit drauf haben willst, und dann tue ich sie einfach dazu. Okay. Und dann können wir ja sehen, wie du willst. Entweder ein Hoftraktor oder so ein Allrounder, wo du auch mit auf dem Feld machen kannst, der doch vielleicht ein bisschen mehr PS. Müssen wir halt nur gucken, wie wir es finanziell geregelt kriegen.
Ja, ich muss ja Jürgen auch hier bei Stange halten, Leute, ne? Er braucht auch seinen Traktor, das finde ich auch gut so. Dann verkaufe ich einen von ihm, da hat er seinen Hoftraktor. Ja, das freut mich, dass Jürgen macht mir Spaß, dass er mitspielt. Könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben oder ob der doch eher Singleplayer beansprucht. Aber ich glaube so, das bringt ein bisschen mehr Action ins Spiel rein. Mal ein bisschen was reden. Ah, sind doch noch. Was sind der denn schon wieder? Sind doch noch Strohballen auf den anderen Feld. Mensch, da müssen wir die auch noch holen. Beim nächsten Mal. So, zack. So, dann wollen wir. Dann haben wir auch gleich. Ah, da steht er ja schon bereit, ne, zum Pflügen. Genau, dann holen wir da noch einfach mal. Nicht schlecht. Wie bitte? Nicht schlecht. Meine Werkstatt hat mir gerade eine SMS geschickt. Okay, Auto ist fertig. Wegen Winterreifenwechsel. Ja. Sie bietet mir also einen Zeitraum an, wann ich wechseln will. Okay. Da ist auch wieder Zeit, also O bis O sagt man, ne? Genau. Da haben sie letztes Mal im Radio gefragt, was heißt denn von O bis O? Ja, von Oktober bis Oktober. Also von 4 Leuten, die sie gefragt haben, wusste das keiner. das will man nicht. Kommt immer drauf an, wen man gefragt hat. Ja. Die 30-Jährigen, die wissen das doch schon gar nicht mehr. Ja, doch, ich wusste das. Ja gut, ich habe ja auch früh mit 15 mit einem Mofa-Roller angefangen. Gut, da gab es keine Winterreifen, aber fahrschultechnisch hast du es da schon gelernt. Kommst aus einer ländlichen Gegend her. Ja, genau. Ja, aber die aus der Stadt, die haben doch gar keine Ahnung. Hast du zufällig Harz aber herzlich gesehen aus Salzgitter-Lebstedt? Nein, habe ich nicht. Oh, das war herrlich, ey. Ach so, ja, okay. Du kannst den LKW abfahren, wenn du willst. Okay, ich komme. So, warte mal. Warte mal, wo komme ich denn raus? Ah, ich fahre rückwärts. Nein, das ist doch kaputt, man gar nicht. Fährst einfach raus. Ja, die Sämaschine hat hier total die Probleme gehabt. Ich habe schon, glaube ich, fünf Vorgewände gemacht mit der Sämaschine, aber diese Ecke hier im Feld, die hat es rausgerissen. Also ich ernte jetzt so ab, wie ich mit GPS fahre. Ja, ist okay. Ich bringe dir da auch, glaube ich, nochmal. Ich habe noch den anderen Hänger, den könnte ich dir auch noch raufbringen, weil wenn ich hier fahre, dann könnte man immer an den nochmal abtanken. Oder reicht das? Ah, ist ja schon gut weg, das Feld hier fast. Mache erst die Ecken weg und dann habe ich nur gerade schon. Ja. Okay. Hast du denn meinen schönen Grünkohl? Das habe ich dir geschickt, ne? Von meinem Hochbeet, ne? Nächstes Jahr will ich ostfriesische Palme Grünkohl pflanzen. Meine Frau hat das auch gesehen. Und die hat gesagt, also, da wir ja nur einen Balkon haben, 2 Blumenkästen wären jetzt so frei für Gemüse, Tomaten, Kräuter, was weiß ich. Ja? Zwei machen wir Blumen. Aber ich sag dann viel Spaß. Dann sagst du, wieso? Du hast doch Zeit. Du weißt doch, wir Rentner haben nie Zeit. Das weiß ich doch. Das bei meinen Großeltern ganz schlimm. Die haben selten Zeit. Ich so, was macht ihr denn? Ihr habt schon wieder Arztbesuche. Ich so, aber ihr habt doch sonst nichts zu tun. Überleg doch mal. Das ist das Durchschnittsalter eines deutschen Bürgers. Tja. 85, 89. Bist du 85, 89? Okay, sagen wir mal 85. Ja? Okay, wie alt bin ich? Ich werde 65. Dann habe ich nur noch 20 Jahre Zeit. Da habe ich doch keine Zeit. Wie alt bist du? Stimmt, ja, ich bin 28. 28? Aber die Zeit läuft auch ab. 60 Jahre Zeit. Hey, was habe ich denn? Ja, noch 20 Jahre. Meine Zeit also richtig koordinieren.
Also wenn es danach geht, habe ich noch meine Oma und Opa. Mal, wie alt ist Opa? Opa ist 78 und Oma 77. Schönes Alter. Ich möchte so alt werden wie mein Vater. Also bei uns ist so 80 bis 83. Da sind Okay. alle Männer ja verstorben in dem Zeitraum. 80 bis 83. Und das Schöne ist, alle glücklich im Bett. Ja, siehst du, dann können wir noch lang, da können wir noch Alice. Bis dahin schaffen wir noch Alice 2040. Nee, das sind ja dann viel mehr Jahre. Alle 2 Jahre kommt eins Jahr, ne? Dann sind wir bei Alice 29 angelangt. Ja, wenn vor. Bis dahin gibt es also diese Version nicht mehr. Ja, dann sitzen wir nur noch mit einer Brille und machen das alles mit den Fingern, haben wir gar keine Tastatur mehr. Ich glaube, ja, irgendwas müssen wir denn machen können, aber Brille ist ja dann auf und dann. Aber Jürgen, ich muss dir schon wieder sagen, wir sind schon wieder mit der Folge fertig. Ich komme jetzt noch mal schnell zu dir. Dann machen wir heute mal ein bisschen länger, das ist ja nicht so schlimm. Moment, ich fahre hier mal kurz raus, den überhole ich mal. Ah, dieser Verkehr hier, ne? Aber wir hatten ja schon schlimmere Verkehre. Wie bitte? Der fährt 50. Ja, das stimmt. Wenn Ich du mit dem Tanker fährst, merkst du es nicht. Also, aber da du mit deinem LKW ja über 80 fährst, ne? ja, 82 fährt er. Ja, also, ist kein Thema. Ey, die Straßen sind mit 70 ausgelegt. Ja, aber erst ab 21 kriege ich einen Punkt. So, meine lieben Leute, ich fahre jetzt nochmal schnell zu Jürgen, tanke ihn ab und dann haben wir schon wieder eine Folge geschafft. Mensch, also zu zweit spielen geht das schnell. Wie bitte? Langsam könnte sie kommen. Ja, ich komme schon, ich sehe dich schon. Ich komme schon angerast. So, aber meine lieben Leute, wir sind jetzt wieder fertig mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Moment, wir steigen mal aus, da sehen wir den Jürgen nochmal. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, Feedback, Kommentare, ein Daumen nach oben würde mich auch freuen und Jürgen bestimmt auch. Ja, wir sagen euch bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.